verlässt das, was du dein Zuhause nennst, und näherst dich dem Gebiet des Basars. Vor dir die sogenannte Kettenbrücke. Du befindest dich auf der Straße, die man Zwei-Hafen-Weg nennt. Du drehst dich um, blickst zurück und siehst die Lichter. Gleißende Tiefstrahler beleuchten die weitmaschigen Drahtzäune, die stählernen Pfosten und dahinter die Silhouette des Turms. Durch einige Fenster in ihm dringt ebenfalls Licht und du bemerkst noch ein Stück entfernt die gigantischen Perlen, die stumpf silbern und still dastehen. Und ihr Anblick vermag es jedes Mal von Neuem, dich zu berühren und zu beruhigen. Hinter dir liegt der Raumhafen von Ktingezi, vertrautes Gelände, eine hochtechnisierte Oase inmitten dieser barbarischen, geheimnisvollen Welt voller Gefahren. Shandong. Du verlässt das, was du dein Zuhause nennst, obwohl du im Grunde nirgendwo zu Hause bist, weder auf Terra noch hier auf Shandong. Dein Name ist Simur Alkolaya. Gelegentlich redet man dich auch mit Panther an und du bist der Leiter des Raumhafens von Ktingezi. Es gibt nur diese kleine, völlig unbedeutende Handelsstation hier auf Shandong. Nur wenige Dutzend Personen umfasst die Enklave des Solaren Imperiums, die sich hier niedergelassen hat, mit der Billigung der Mutter aller Clans. Hey, kannst du nicht aufpassen? Verzeiht, Herr, aber... Halt! Du hast mir in die Tasche gegriffen, Kerl. Ja, Herr, und ich greife Ihnen auch noch in die andere Tasche. Na, was haben wir denn da Schönes? Das wirst du bleiben lassen. Und ich rate dir, gib mir sofort mein Geld wieder, sonst... Sonst was? Mit einer plötzlichen Bewegung hatte der Bettler einen langen, dünnen Dolch in der Hand und drückte die Spitze gegen Seymours Halsschlagader. Ein Stich und du bist ein toter Mann, Fremder. Und jetzt her mit den übrigen Sachen. Glaub ja nicht, du könntest mich übers Ohr hauen. Gut, gut. Wie wär's hiermit? Kennst du das? Gnade, Herr. Ich wusste doch nicht... Und jetzt gibst du mir den Dolch. Hübsch langsam. Hier. Du zitterst ja. Hier, Herr. Bitte verschont mich. Eine außergewöhnlich schöne Waffe für einen Bettler. Ah, sieh mal an, mit einer Giftkanüle. Raffiniert. Und nun mein Geld. Ja, natürlich. Selbstverständlich, Herr. Hier, wollt ihr auch noch... Behalte doch, was du dir heute schon verdient hast. Aber damit wir uns richtig verstehen, ich lasse dich nur laufen, weil ich es verdammt eilig habe. Danke, Herr. Ich werde Sie nie wieder belästigen. Nie wieder. Kaum hatte der Bettler den Ring gesehen, den Simur Alkolaya ihm zeigte, erblasste er vor Furcht. Schon bald war er im Gewühl des nächtlichen Basars verschwunden. Das hat ihm möglicherweise sein Leben gerettet. Denn noch immer hing das halb verweste Skelett des armen Teufels an der Kettenbrücke, der es vor wenigen Wochen gewagt hatte, Dalen Rocca, einen Mitarbeiter Seymours, zu bestehlen. Der Clan der Wächter, dessen Amulett Rocca trug, war unerbittlich gewesen. Fremde aber, die auf Shandong landeten und nicht unter dem Schutz einer der Clans oder wie Seymour unter dem Schutz der Mutter aller Clans standen, lebten gefährlich. Wer so unvernünftig war, sich allein und ohne Ring oder Amulett in das Treiben Ktingezis zu wagen, verschwand in einer der kleinen Seitenstraßen, um am nächsten Morgen an einen Felsen der Corniche gelehnt wiedergefunden zu werden, tot und ausgeplündert. Hey, der Chef kommt. Setz dich zu uns, Simon. Das nächste Mal, Dalen. Ich bin verabredet. Oh la la. Die Lady wird schwer bewacht. Da wirst du es nicht leicht haben. Täusch dich nicht. Vielleicht habe ich die Bewachung ja selbst angeordnet, damit die Dame von Leuten wie dir in Ruhe gelassen wird. Dalen Rocca blieb die Erwiderung im Mund stecken, als er sah, dass sich der schwer bewaffnete Wächter, der demonstrativ einen unterarmlangen Kriss vor sich auf den Tisch gelegt hatte, auf einen Blick Seymours hin erhob,
die Waffe wieder in seinen Gürtel steckte und nach draußen verschwand. Sie kommen spät, mein Freund. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ich wurde aufgehalten. Der Kapitän der Manaus wollte so schnell wie möglich wieder von hier weg. Das kann ich gut verstehen. Oh, vor diesem Kerl müssen Sie sich in Acht nehmen, Elisabeth. Ich glaube, er gehört zu der Sorte, die hört, was sie nicht hören soll. Genau, und wenn man will, dass er einem zuhört, dann... Und weil meine werten Mitarbeiter sich lieber hier im Skafander herumtreiben, musste ich Überstunden machen. Ich verstehe. Aber ob er das wohl versteht? Sie haben's erfasst. Was kann ich Ihnen bestellen, Elisabeth? Für mich einen Saggis. Aber auf keinen Fall...